Herzliches Willkommen. Wir sind bei Donnerstag, 15. Februar 2024. Wir haben Sonne, Pluto, Merkur, Mars im Wassermann. Wir haben den Mond im Stier. So, wir haben ja schöne Energien auch, dass man mit dieser Energie von Wassermann eben sehr durchsetzungsstark ist, überzeugend wirkt, gute Ideen hat, vorausschauend denkt oder eben auch neue innovative Ideen rausbringt. Jetzt muss man da ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu eigenmächtig vorgeht, sondern vielleicht auch mal ein bisschen schaut, wie die anderen dazu stehen, beziehungsweise ob das wirklich auch für die Gemeinschaft, fürs Kollektiv gut ist oder ob man da so ein bisschen eigenwillig und eigensinnig vorgeht. Das wäre ganz gut. Wir haben ja weiterhin auch die Venus im Steinbock. Das ist eine verlässliche Energie, Pragmatismus, gute Kameradschaft, denke ich mal, und langfristig plant, mit dem Mond im Stier natürlich auch verbindlich. Und ja, man fordert vielleicht auch der ein oder andere da so ein bisschen Verlässlichkeit ein. Wir sollten da eben auch entgegenkommend sein natürlich. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen, auch wieder fürs Gemüt, fürs Gefühl, ja, sich einstellen, natürlich auch Kreativität, ne? Und mit Saturn auch, dass man auf sich selbst achtet, dass man sich selbst auch wohlwollend kritisch gegenübersteht und auch mal hinterfragt, was man so macht und ob das wirklich allen nützt oder nur einem selbst, ja. Ja, Uranus kann weiterhin Überraschungen bieten und ich denke, die Stierenergie lässt auch genießen und darauf kommt es ja auch an, dass man die Dinge, die man tut, auch genießt. Wir schauen uns das jetzt für die einzelnen Sternzeichen auch nochmal in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Donnerstag, 15. Februar 2024. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Valentinstag. Heute, genauso wie gestern, die Energien sehr wassermannlastig. Sonne, Pluto, Mars und Merkur sind weiterhin im Wassermann. Der Mond befindet sich mittlerweile im Stier, geerdet, ruhig, entspannt, sinnlich im Sinne von genießen können. Das ist gut. Wir haben, ja, die Venus noch im Steinbock, die wechselt ja auch bald in den Wassermann, noch mehr Wassermann-Energie. Für dich als Widder ist das eine sehr beflügelnde Energie, aber man sollte halt auf dem Boden der Tatsachen verbleiben. Wir haben dann noch Jupiter und Uranus im Stier, Uranus für Überraschungen gut, Neptun, Saturn in den Fischen gut fürs Einfühlen in die Situationen. Es bietet sich da auch immer an, so ein bisschen zu gucken, ob es sich wirklich lohnt, ich sag mal, die Krallen auszufahren oder die Ellenbogen, ja. Man sollte sich das gut überlegen, denn sowas kostet immer auch Kraft und Zeit und Nerven. Und ja, da sollte man mit Feinfühligkeit auf sich achten, mit Saturn in den Fischen und natürlich auch auf seine Umgebung, mit dem Neptun. Wir schauen mal. Wir haben ja auch noch heute an diesem Donnerstag die Verbindung zwischen Pluto und Mars. Also auch wieder starke Machttendenzen. Aber sonst keine weiteren Aspekte. Wir schauen jetzt mal, wie es aussieht heute für den Widder. Erfolgreich, sehr gut. Genieße es. Genieße jeden Erfolg und sei sehr noch so klein. Die Vergangenheit, Nostalgie, Rückblick. Ja, vielleicht blickt man zurück auf Dinge, die man jetzt erreicht hat. Wir haben mit den Sieben der Kelche auch die Neptun-Energie der hohen Ansprüche, der Vorstellungskraft natürlich, neue Möglichkeiten, die sich aus dem Erfolg ergeben. Aber man sollte bescheiden bleiben, ist jetzt mein Tipp. Nur das, was sich auch als Erfolg herausgestellt hat, sollte man weiterverfolgen. Man sollte jetzt nicht gierig werden oder zu viel erwarten von sich, von anderen. Ich glaube, dazu ist auch das Umfeld zu unsicher, insofern, dass man das gar nicht so wirklich ja erkennen kann, wo es hinführt. Wir haben dazu den Stern, heilende Energien, das bedeutet eben, vorausschauendes Denken und Handeln und auch an das Kollektiv, die Mitarbeiter, Mitkollegen, Freunde, Familie, Bekanntschaften, Partnerschaften. Das sollte man auf jeden Fall tun. Nicht einfach drauf los, sondern eben den Erfolg auch ausgiebigst feiern, ja, und auch mal zurückschauen, wie man dorthin gelangt ist. Ich glaube, die Sieben der Kelche steht auch einfach für die unsichere Zukunft, wo es hinführt, ja. Hier sind natürlich auch Ideen drin. Hier sind auch Lösungsansätze drin. Aber die wollen erstmal so Schritt für Schritt
angeschaut werden. Also alles gemach weiterhin, aber freu dich über jeden schönen Erfolg. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Donnerstag, 15. Februar 2024. Und wir haben natürlich für dich auch ja Jupiter und Uranus weiterhin im Stier. Nach dem hoffentlich schönen Valentinstag, den du verlebt hast. Wir haben die Venus noch im Steinbock, genieße es. Wir haben dann natürlich weiterhin Wassermann-Energie. Also Pluto ist im Wassermann, die Sonne, der Mars, der Merkur, ja. Mond ist auch in deinem Zeichen, beruhigt das Ganze auch ein wenig. Du bist vielleicht der Vermittler oder die Vermittlerin in der einen oder anderen Sache. Bewahre dir die Ruhe, das ist wichtig. Auch, wie gesagt, mit Neptun und Saturn in den Fischen geht es auch um gefühlsmäßiges Runterkommen, nicht übertreiben, auf sich selbst achten, also auch im Sinne von nicht überarbeiten, nichts irgendwie krampfhaft umsetzen wollen. Die Energie von Wassermann kann das schon mal hervorrufen bei dem einen oder anderen, ja. Und letzten Endes schadet das mehr der Sache und auch der Person, wenn man da irgendwie was krampfhaft versucht. Also besser ist es, gemächlich daran zu gehen und eben auch die Neuerungen erstmal zu testen, zu schauen, ob sich das wirklich lohnt, ob das langfristig auch Erfolg verspricht. Ja, du hast natürlich mit Jupiter viel Erleichterung, mit Uranus sicherlich auch die ein oder andere Überraschung, aber auch die Fähigkeit, Dinge in deinem Sinne zu beeinflussen. Schauen wir mal, wie das heute an diesem Tag so aussieht. Wir haben ja auch noch die Verbindung Pluto-Mars, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Der Turm, es kann natürlich sein, dass etwas nicht klappt oder dass man hier ein paar Hindernisse aus dem Weg räumen muss. Dazu natürlich die Prioritäten wählen, was wirklich zählt und nicht jetzt, ich sag mal, bei jeder Kleinigkeit direkt auf Widerstand gehen, sondern wirklich gucken, wo lohnt sich der Aufwand, die Kraft, der Einsatz, ne? Mit dem König der Kelche bist du fürsorglich, liebevoll, aber du hältst dich bedeckt. Das heißt, du wirst nicht jedem erzählen, was du vorhast und wie du zu den Dingen stehst. Ich denke auch, dass die Situation im Außen dich einigermaßen beunruhigt. Ja, ich sag mal so, dass da jetzt viel Neues kommt, sich Dinge verändern, ist im Endeffekt ja gut. Nur das Ergebnis sieht nicht immer so positiv aus. Deswegen kommt es auch darauf an, sich nicht in unliebsamen vielen Kämpfen oder Diskussionen zu ergehen, sondern wirklich sich auf das Wesentliche zu beschränken und da eben auch zu schauen, was ist so für dich auch sehr nagend oder sehr unangenehm oder unschön. Was kannst du mit deiner Fähigkeit, auch mit Uranus im eigenen Zeichen tun, um die Dinge zu verbessern? Alles in Ruhe, alles gemäßigt und eben schön hier mit Prioritäten gucken oder abstimmen mit anderen. Dann kriegst du das auch hin. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg. Wir sehen uns dann morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Donnerstag, 15. Februar 2024. Und wir haben auch weiterhin Sonne, Pluto, Mars und Merkur im Wassermann, was für dich natürlich auch, ich sag mal, Kraftdoping bedeutet, ja. Aber diese Kräfte wollen auch gut eingesetzt werden. Der Mond ist mittlerweile im Stier angekommen. Pragmatische Erdenergie, aber auch Genussfreude. Also man darf auch den Augenblick genießen, die Situation oder irgendwas Schönes. Darauf solltest du dich dann auch konzentrieren. Denn mit Neptun hast du so ein bisschen wieder diese Energie, dass du nicht alles klar und deutlich erkennen kannst. Ja, wenn du das weißt, bist du automatisch schon etwas vorsichtiger. Ja, es soll dich natürlich auch möglichst nicht gefühlsmäßig immer hin und her reißen, denn das kostet auch sehr viel Kraft und Nerven. Wir haben die Venus noch im Steinbock, ja. Verlässlichkeit, ja, ist auch wichtig für deine Partner, ob nun geschäftlich oder privat. Wir haben dann Jupiter und Uranus im Stier, wobei, ja, ich sag mal, der Uranus schon einiges verändern kann. Mit Neptun und Saturn eben auch der Gefühlsbereich, der ja beim Zwilling manchmal schon sehr irritiert ist oder vielleicht auch ein bisschen hinten angestellt wird manchmal. Wir haben weiterhin die Energie zwischen Mars und Pluto. Also man kann schon sehr forsch, sehr direkt auf die Dinge zugehen. Man sollte sich da aber bitte keine
ja, ich sag mal, Sympathien verscherzen, wenn es geht, ne? Ja, wir haben eben ein bisschen diese Energie, dass wir uns durchsetzen können. Die Frage ist nur, lohnt es sich tatsächlich? Und die Frage solltest du dir auch bei jeder neuen Aktion selbstverständlich auch mal stellen. Wir haben das Ass der Kelche, die Eigenliebe. Wie gehst du eigentlich mit dir selber um? Bist du liebevoll zu dir? Das ist nämlich das, woraus du deine Kraft beziehst, anderen deine Gefühle zu zeigen. Ja, es ist immer wichtig, dass man sich selbst sehr wichtig nimmt, jetzt nicht über die anderen stellt, so ist das nicht gemeint, sondern eben auch sagt, wie geht's mir denn? Wie fühle ich mich dabei? Möchte ich das wirklich? Oder bin ich dagegen und sollte eigentlich gar nicht mitmachen? Ausgewogenheit ist das Zauberwort, Fairness anderen gegenüber, ne? Auch gerade wenn man eine Machtposition hat. Der Turm sagt, es gibt noch einige Hindernisse zu beseitigen. Das kannst du wesentlich besser mit anderen zusammen, ja? In Abstimmung mit anderen, mit Leuten, die dir am Herzen liegen und denen du am Herzen liegst. Und natürlich auch, weniger ist mehr, nicht übertreiben. Wir haben die Mäßigkeit, die Schütze-Energie, passt sehr gut zu dir, ist dein Gegenzeichen, also steht dir gegenüber im Tierkreis und bedeutet auch, bring die Dinge zusammen, bring das Gefühl mit rein und bring die Sachlichkeit und die neuen Ideen mit ein. Ja, das zusammen ergibt das beste Ergebnis für dich und für andere. Mit Wassermann-Energie sind wir ja beim Kollektiv, bei der Gemeinschaft, beim Miteinander. Ja, dazu gehört das Gefühl genauso wie das fachliche Wissen oder auch am gleichen Strang ziehen. Und darauf solltest du heute besonders achten. Ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Erfolg und ich sag mal bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Donnerstag, 15. Februar 2024. Ich hoffe, dein Valentinstag war schön. Du hast ihn genossen und zehrst noch ein bisschen davon. Wir haben sehr sachliche Energien natürlich mit Sonne, Pluto, Mars und Merkur, alles im Wassermann. Der Mond ist zum Glück im Stier, gemäßigt, gefühlvoll, besinnlich, ja, auch genussfreudig. Man kann ruhig auch es ein bisschen langsam angehen lassen, mit Venus auch im Steinbock, da ist Sicherheit und Stabilität drin, Verlässlichkeit, langfristige Planung, ja. Dann haben wir natürlich auch den Jupiter und den Uranus im Stier, genau die Erdenergie, die wir brauchen, um nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Mit Neptun und Saturn in den Fischen kann es natürlich sein, dass man noch ein bisschen verträumt ist oder auch mal ein bisschen unachtsam oder ich sage jetzt mal abgelenkt, ja. Das ist auch nicht so schlimm, wenn man eben nichts Eiliges hat oder wenn einem keiner, ja, ich sag mal, im Nacken steht, ne? Wir haben heute eben noch die Energie von Pluto und Mars sehr stark im Wassermann beide und da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, ne? Dass man sich nicht mit den falschen Leuten anlegt oder sich in unschöne ja, Diskussionen oder so begibt. Da sollte man versuchen, auch als Krebs sich gar nicht drauf einzulassen, wenn es geht, wenn es sich vermeiden lässt. Das lässt sich ja leider nicht immer vermeiden. Schauen wir uns an, was wir heute am Donnerstag für den Krebs haben. Da ist das Team, die Gruppe von Menschen, mit denen du meinetwegen zusammenarbeitest, die Familie, die Partnerschaft. Darum kümmerst du dich, die anderen kümmern sich genauso drum. Man hält daran fest und man hat eine solide Basis. Das Wir ist wichtig. Das ist auch eine Wassermann-Energie, ja, das Kollektiv, die Gemeinschaft, ja, dass man an einem Strang zieht, dass man sich gegenseitig unterstützt, eine gute Kameradschaft. Da ist zwar wenig Gefühl drin, aber trotzdem die Verlässlichkeit und eben auch das Gefühl, ich habe Rückendeckung, ich habe eine solide Basis, ich habe verlässliche Leute und das ist schon ein sehr wichtiges Gefühl. Mit der Waage natürlich auch für den Ausgleich sorgen, harmonisierend wirken, wenn man kann und auch, ich sag mal, das weder in die eine noch in die andere Richtung so ein bisschen ausschlagen lassen. Also weder zu verärgert noch zu gutgläubig, ja. Ein gesundes Mittelmaß, ja, und auch mit Diplomatie vorgehen, ja, ruhig nach vorne gehen, ja, und eben das, was einen trägt, auch würdigen, zeigen, dass man sich darüber freut, dass man eben auch dem anderen oder den anderen dankbar ist, ja, und da eben auch einen Ausgleich schaffen, eine Hand wäscht die andere, ja, wenn du Hilfe brauchst, bin ich auch da sozusagen sehr kameradschaftlich hier und das ist auch das, was du brauchst als Krebs, natürlich brauchst du auch viel Gefühl, aber ich sag jetzt mal so im Alltag, im Alltäglichen, in dem, wo man was erreichen will, da spielen Gefühle
sicher auch eine Rolle, aber sie stehen halt nicht im Vordergrund. Es geht um das Projekt, die Sache, das, was man nach vorne bringen will. Und da, wo man sich sicher fühlen will, da muss man sich halt auch schon mal die Hände dreckig machen. Also es geht darum, zusammen anzupacken an dem, was man erreichen will. Und da sieht es sehr, sehr gut aus. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Donnerstag, 15. Februar 2024. Ich hoffe, auch dein Valentinstag war schön und gefühlvoll und vielleicht auch leidenschaftlich, je nachdem. Wir haben weiterhin natürlich die Energie des Wassermanns dabei. Auch der Freiheitsgedanke spielt da eine Rolle. Wir haben Sonne, Pluto, Mars und Merkur im Wassermann. Der Mond befindet sich mittlerweile im Stier, gesetzt, erdgebunden, verlässlich und aber auch den Dingen aufgeschlossen gegenüber. Also man genießt auch gerne. Und das solltest du dann natürlich auch tun. Wir haben Jupiter und Uranus im Stier, wobei da eben auch Uranus schon mal die ein oder andere Überraschung parat hat. Venus ist noch im Steinbock. Da ist auch Verlässlichkeit drin und die wird sicherlich auch von dir, nein, nicht gefordert, aber wahrscheinlich erwartet, ja. Das ist gut, wenn man sich an Absprachen hält und so, das ist schon wichtig. Mit Neptun und Saturn, wie immer, Einfühlungsvermögen, sich eben auch ein bisschen auf die Mitmenschen einstellen. Das heißt nicht nachgeben, sondern erstmal gucken, wie ist denn hier so die Stimmung allgemein, ne? Wie kommt das an, was kann man sagen, was sollte man lieber lassen? Das ist ja auch zum Eigenschutz da, ja. Und Saturn, ja, sagt ja auch immer, halte dich an das, was du dir selber vorgenommen hast, ja. Und was du möchtest, was du erreichen möchtest, erreichst du immer dadurch, dass du es vorlebst, ne? Und das solltest du tun. Heute haben wir auch noch diese starke Verbindung zwischen Pluto und Mars. Also man ist in der Lage, auch als Löwe natürlich durchzusetzen, aber man sollte wirklich das für die Gemeinschaft tun, nicht nur für sich. So, da haben wir den Neuanfang, das ist schon mal sehr gut. Wir haben die Welt etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Dazu muss man natürlich diese Dinge noch fertigstellen, beenden. Da ist das Team, die Gruppe von Menschen, die sich auf dich verlassen und auf die du dich verlassen kannst, ja. Und es ist wichtig, diese Beziehungen zu pflegen. Wir haben den Hierophanten. Das bedeutet also nicht so von oben herab oder so, sondern wir sind ein Team, eine Gruppe, wir gehören zusammen, wir tun das zusammen, wir wollen was erreichen und gemeinsam sind wir halt stärker als einer alleine. Je mehr, desto besser. Da muss man natürlich auch die einzelnen Befindlichkeiten zumindest berücksichtigen. Man muss sich auf jeden Rücksicht nehmen, aber ich sag mal, den Schwächeren muss man halt mal mittragen. Ja, das wird dann im anderen Fall vielleicht mal wieder jemand anders sein. Und wichtig sind halt die Beziehungen von den Leuten, an die du dich wendest oder die mit dir zusammenarbeiten, auch familiär natürlich, partnerschaftlich und so weiter. Es geht darum, wir ziehen den Karren aus dem Dreck, wenn irgendwas ist. Und wir feiern auch gemeinsam, wenn wir es dann geschafft haben, ja. Der Neuanfang steht sozusagen kurz bevor. Und deswegen ist es so wichtig, sich diese Sympathien jetzt nicht durch, ich sag mal, Selbstdarstellung oder ich sag jetzt mal Machtgehabe oder so, dass man das riskiert. Die Leute wirst du noch brauchen und sie brauchen dich genauso wie du sie. Und deswegen ist es so wichtig, daran festzuhalten und sich da auch drauf einzulassen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen. Und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Donnerstag, 15. Februar 2024. Ja, wir haben weiterhin Sonne, Pluto, Mars und Merkur im Wassermann. Mond ist im Stier. Das ist auch Erdenergie wie deine. Träg dich ein Stück weit, gib dir Ruhe, Gelassenheit, Entspanntheit und Genussfreude. Du darfst ruhig auch mal Pausen machen und genießen. Natürlich aufpassen mit Neptun in den Fischen. Neptun streut immer auch mal wieder Zweifel oder gibt dir das Gefühl, jemand hat was gegen dich oder so. Lass dich davon nicht einlullen. Halte dich an die Fakten und an das, was du weißt. Nicht das, was du vermutest. Ja, ganz wichtig. Wir haben eben heute auch noch mit Mars und Pluto diese starke, ja, Machtphase, wo man was durchsetzen kann. Man sollte das aber elegant lösen und nicht mit Ellenbogen oder Krallen, ja. Das wäre nicht so gut. Ja, man könnte sich wichtige Sympathien verscherzen und vor allen Dingen arbeitet man lieber in einem Team mit, in dem man sich gegenseitig schätzt und auch aufeinander verlassen kann als was anderes. Venus ist noch im Steinbock, unterstützt sich natürlich auch und natürlich
auch Jupiter und Uranus im Stier, auch schöne Energien, die dich tragen. Mit Saturn in den Fischen solltest du natürlich auch auf deine ja, Ressourcen Acht geben, auch das dir vornehmen oder nicht vornehmen, sondern das, was du dir vorgenommen hast, umsetzen, auch im Gefühlsbereich ein bisschen offener zu sein und ein bisschen Kameradschaft an den Tag zu legen. Das ist auch im Sinne der Wassermann-Energie, denn es geht da auch um die Gemeinschaft. Das Wir ist sehr stark in dieser Zeit. Ne? Wir schauen uns das mal an. Wir haben, wie gesagt, noch die Verbindung Mars-Pluto. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Glücklich bist du momentan damit nicht. Vier der Kelche. Da ist aber die positive Sonne. Ja, auch wenn es erstmal nicht so dolle aussieht. Ja, die fünf der Kelche, du hättest gern mehr Einfluss, aber so ist es momentan halt nicht. Ich würde dir raten, das Beste daraus zu machen und es positiv zu sehen, im Sinne von, wir haben was erreicht. Auch wenn ich vielleicht mit dem einen oder anderen nicht so gut klarkomme oder dessen Arbeitsweise oder Vorgehensweise nicht so schätze, wir kommen weiter. Außerdem ist das auch, geht's da auch um eine Sache, die schon längst vorbei ist. Die zwei der Kelche besagt, ja, fünf der Stäbe, man fühlt sich vielleicht auch manchmal zu Unrecht angegriffen. Und da ist eben auch die Neptun-Energie mit drin, ne? Und auch dieses, man möchte gerne auf andere zugehen, man ist entweder zu stolz, zu beleidigt oder vielleicht zu vorsichtig, je nachdem. Fünf der Stäbe ist auch eine gewisse Nervosität und Unruhe, die eben auch durch Unsicherheiten kommen kann. Und dieses Nervössein und Unsichersein und dann auch ein bisschen zugeknöpft, kommt bei anderen manchmal eben auch als gewisse Arroganz rüber. Das meinst du gar nicht so, aber es kommt so an. Mit der Sonne entwickeln sich die Dinge aber trotz Zweifel und trotz vielleicht auch negativen Gedanken sehr, sehr positiv. Vielleicht konzentrierst du dich ein bisschen mehr auf das Positive. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Donnerstag, 15. Februar 2024. Ich hoffe, auch dein Valentinstag war schön. Und wir haben weiterhin die Energien des Wassermanns, die dich auch davontragen möchten. Aber da musst du ein bisschen, ja, dich so ein bisschen an die Erde ketten. Ne? Wir haben Sonne, Pluto, Mars und Merkur im Wassermann. Da kann man schon ein bisschen, wie soll ich sagen, sich zu viel zumuten oder einfach zu viel zutrauen. Man überschätzt sich leicht. Man kann auch mit der Pluto-Mars-Energie, die heute noch sehr stark vertreten ist, auch vielleicht ein bisschen zu stark Macht ausüben. Man kann dieser auch natürlich ausgesetzt sein, ganz klar. Da muss man ein bisschen aufpassen, strategisch vorgehen, ja. Vielleicht auch ein bisschen vorsichtig und ein bisschen feinfühlig mit Neptun und Saturn in den Fischen. Lass dir was einfallen, wie du das umsetzen kannst, wie du damit umgehen kannst. Wichtig auch, auf sich selbst Acht geben. Das, was man sich wünscht, sollte man dann auch bitte vorleben. Jupiter und Uranus befinden sich im Stier, auch Erdenergien, die jetzt nicht so viel Einfluss haben, aber Uranus hat auch schon mal die ein oder andere ja, Überraschung im Petto. Das kann passieren, ne, muss aber nicht. Und wie gesagt, man sollte als Waage selbstverständlich auch nicht zu selbstsicher oder zu selbstgerecht daherkommen. Bescheidenheit steht jedem gut. Und erstmal gucken, was los ist und wie die Leute so drauf sind. Ich glaube, das hilft dir auch, die Situation oder das Vorgehen so ein bisschen besser einzuschätzen. Wir haben für die Waage den Erfolg, grandios, ja, erfolgreich. Wir haben die Acht der Kelche, man ist direkt bereit, das nächste anzufangen, klar. Und man muss da ein bisschen den Ausgleich schaffen. Es ist auch wichtig für dich als Waage, dass du nicht von einer Sache direkt auf die nächste springst. Wenn wir einen Erfolg erringen, egal wie klein, wie groß der auch sein mag, dann sollten wir diesen auch erstmal feiern. Wir sollen uns das ganz bewusst machen, wie viel Arbeit da vielleicht drin steckt, ja, wie viele Leute da auch beteiligt waren, die dann auch einen Anteil am Erfolg haben und die dann auch vielleicht mal gelobhudelt werden wollen, ja, dass man sich mal bedankt oder dass man einfach die Wertschätzung zeigt. Das finde ich schon sehr wichtig. Die Acht der Kelche sind natürlich die neuen Ziele, aber man muss nicht direkt von einem Erfolg voraussetzen, dass man sofort auf den nächsten springt. Jeder Erfolg ist auch irgendwo hart erarbeitet. Deswegen schaffe einen Ausgleich zwischen dem Erfolgsdruck vielleicht auch und dem Erfolgswillen und dem dankbar zu sein. Ne? Hier haben wir auch gute Gespräche. Vielleicht hat jemand auch gute Ideen, die er oder sie einbringen möchte. Da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen.
Und ich glaube, es wäre auch gut, sich ein bisschen mit den Leuten auszutauschen heute. Wie gesagt, man muss nicht von einem zum nächsten Erfolg hetzen. Man sollte den Erfolg, den man errungen hat, erstmal als solchen überhaupt wahrnehmen und dann natürlich auch ausgiebigst feiern. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Donnerstag, 15. Februar 2024 und ich hoffe, dein Valentinstag war schön streitfrei und geruhsam. Wir haben heute natürlich weiterhin die Wassermann-Energie mit Sonne, Mars, Pluto und Merkur im besagten Wassermann. Der Mond befindet sich im Stier. Schöne Energien, geruhsam drangehen, langsam machen, genießen, ja. Stier steht auch für Genuss, ja. Venus ist noch im Steinbock, auch sehr schön, Verlässlichkeit, langfristige Planungen, auch für die Finanzen, sehr gut. Ja, ich weiß, die Wassermann-Energie, die macht dich so ein bisschen kirre. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen. Es ist wichtig, sich auch auf seine Mitmenschen so ein bisschen einzustellen. Das bedeutet nicht, dass man den, ich sag mal, jeden Wunsch von den Augen abliest. So ist das nicht gemeint, sondern eben, dass man schaut, wie sind die denn unterwegs? Sind die gut drauf, nicht gut drauf? Haben die Kummer oder irgendwas? Ja, vor allen Dingen Leute, mit denen du eng zusammenarbeitest. Davon kann manchmal auch abhängen, wie gut man auch miteinander die Dinge zum Erfolg führen kann. Und ja, wir haben noch diese Energie von Mars und Pluto heute, wo eben sehr viel Machtstreben da ist. Und da kann man doch mit Einfühlungsvermögen vielleicht ein bisschen was verändern, beeinflussen. Und das, was du dir wünschst, zum Beispiel auch mit Saturn gefühlsmäßig, zeig ihnen, wie sie es machen sollen oder wie sie auf dich zugehen sollen. Leb es ihnen vor ein Stück weit, ne? So gut du das eben kannst in jeweils der Situation. Wir haben für dich die Herrscherin. Du kommst gut voran. Du bist ja auch als Skorpion sehr erfolgsverwöhnt. Du verfolgst die Spur des Erfolges weiter mit der Krebsenergie. Du versuchst nicht in die irgendwie auszuscheren. Wir haben die vier der Münzen. Da bist du stur, da hältst du dran fest. Da ist doch vielleicht die Stierenergie dran, ja. Du bleibst so lange am Ball, bis die Sache durchgestanden oder erledigt ist. Da haben wir die Welt. Du ackerst dich da durch und du kommst auch zu deinem Ziel, egal wie lange auch immer das dauert, das wissen wir. Aber ein bisschen Freude und ein bisschen Ruhe zwischendurch tun dir auch ganz gut, mein lieber Skorpion. Es geht darum, sich nicht immer nur zu verausgaben, sondern eben auch ein Stück weit auf sich Acht zu geben und auch die Momente, die schönen Momente, die guten Gespräche, die netten Kollegen, ja, die Nettigkeiten irgendwo auch wahrzunehmen, umzusetzen, selber zu zeigen, wie ich sagte, wie man das machen kann, ja, und auch mal den Kopf frei zu kriegen. Das wäre ganz schön, wenn du dich auch darum kümmerst, genauso wie du dich um alles andere so vorbildlich kümmerst, ja, dass da eben nichts verloren geht und man sich nicht unnötig nur in die Arbeit stürzt, sondern auch ein Leben daneben noch hat und da eben auch genießen kann und die Freizeit nutzt, ja. Ich denke, du kommst trotzdem ans Ziel und auch genauso schnell, nur mit ein bisschen besserer Laune und vielleicht auch ein bisschen die Zwischenerfolge immer mal wertschätzen und auch die Menschen, die dir dabei geholfen haben. Das ist so mein Tipp für dich. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Donnerstag, 15. Februar 2024. Ja, wir haben weiterhin Sonne, Pluto, Mars und Merkur im Wassermann, den Mond im Stier. Ich hoffe, dein Valentinstag war auch schön. Und jetzt geht's natürlich weiter und wir haben starke Energien. Das klang ja schon mal sehr erfolgversprechend gestern. Wie geht's jetzt weiter für den Schützen? Ich denke mal, dass du dich auch weiterhin nicht von der Wassermann-Energie total davontragen lässt und übers Ziel hinausschießt. Ja, das ist auch eine Gefahr, die manchmal dem Schützen nachgesagt wird. Vor allen Dingen nicht, weil dir ja auch immer Neptun ja so ein bisschen Augenwischerei betreibt und deine Gefühle auch so ein bisschen durcheinander rüttelt. Also halte dich an die Fakten. Die Erdenergie ist gut, die Venus ist noch im Steinbock. Ja, wir haben Jupiter und Uranus im Stier, auch Erdenergie wie im Mond auch. Wir haben Neptun und Saturn in den Fischen. Ja, Neptun, wie gesagt, Augenwischerei, gefühlsmäßig manchmal auf dem Holzweg oder irritiert, ängstlich oder wütend, ja, schlecht drauf, gut drauf, wie auch immer.
und mit Saturn eben auch seine eigenen Vorgaben, die man sich gemacht hat, so nach dem Motto, das mache ich jetzt so und so, ich möchte das anders haben, dich daran halten. Du kannst nämlich auch, ja, Dinge erreichen, indem du langfristig auch versuchst, an deinen, ja, Zielen, auch Ziele der Umstellung festzuhalten. Wir schauen mal, wie das beim Schützen jetzt so aussieht. Da bist du, König der Stäbe in seiner ganzen Pracht, Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft, natürlich dranbleiben, kämpferisch, aber auch optimistisch. Und da haben wir direkt die Königin der Stäbe, die noch mehr Optimismus mit reinbringt. Und das Rad des Schicksals, also besser kann es ja eigentlich nicht kommen. Die komplette Energie des Schützen oder der Feuerenergie im Zusammenspiel mit Jupiter im Stier, der natürlich das Ganze ein bisschen erdet und auch Überlegungen, langfristige Planungen, Erleichterungen mit einbaut. Ja, Jupiter im Stier ist auch Erleichterungen, ne? Und Wissen ist Macht. Der Gehängte versucht immer auch, die andere Seite zu sehen. Also mal so gedanklich in den Schuhen des anderen zu wandeln, mal zu gucken, wie es auf der anderen Seite aussieht, wo ich denn hin will oder was andere denken und fühlen. Einfühlungsvermögen ist sowieso wichtig. Und sich selbst auch mal vielleicht aus der, ich sag mal, Perspektive eines Gegenübers betrachten. Ja, wie würdest du mit dir selber klarkommen? Ja, also sowas, ne? Ich glaube, dass du hier dir einen besseren Überblick darüber verschaffst, wo du stehst, was du kannst, was du willst und was du nicht willst und natürlich, was dich irgendwo glücklich macht, wo du dich zufrieden fühlst. Glücklich ist ja so eine Sache, ne? Zufriedenheit, ja? Wohlwollen, Wohlgefühl, ja, mit Gleichgesinnten, ja, auch Wassermann-Energie im Übrigen, ja, und die stärkt dich natürlich auch. Du bist auch hier nicht jemand, der das mit der Brechstange durchsetzen will, sondern mit Einfühlungsvermögen und mit sich hineinversetzen. Das ist sehr, sehr schön. Behalte das bitte bei und bleib schön geerdet und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Donnerstag, 15. Februar 2024. Ich hoffe, auch dein Valentinstag gestern war schön und geruhsam, ja. Und heute geht's weiter. Wir haben Sonne, Pluto, Mars und Merkur im Wassermann. Wir haben den Mond im Stier, was natürlich schön ist, unterstützt dich. Gibt dir auch Zeit, mal zu genießen, Entspannung zu finden, was du auch ab und zu mal brauchst, auch wenn du das nicht zugeben würdest, ja. Venus ist im eigenen Zeichen, die Verlässlichkeit wird bei dir sowieso groß geschrieben. Und ich glaube auch, dass es dir gut tut, einfach mal dir zu sagen, wer alles zu dir hält, wer dich unterstützt, wer auch hinter dir steht und dir auch die eine oder andere gute Sache zukommen lässt mit Jupiter und Uranus im Stier. Da ist nämlich auch Erleichterung drin, natürlich auch Veränderung, du kannst selbst verändern, aber als Steinbock hast du es nicht so mit Veränderungen, ne? Jetzt gilt es da ein bisschen, sich mehr zu öffnen, offen zu sein für Neues. Nicht direkt alles zu adaptieren, sondern wirklich zu sagen, ich schaue mir das einfach mal neutral an. Mit Neptun und Saturn, das Zwischenmenschliche ist wichtig. Wie sind die Menschen in deiner Umgebung so unterwegs? Wie geht's ihnen oder was sind ihnen für Themen wichtig oder muss ich da irgendwas klären? Ja, wie kann ich mich mit anderen zusammentun? Ne? Kollektive Energie wieder, Wassermann-Energie. Da wir heute ja auch noch Pluto und Mars auch sehr stark vertreten haben, da kann auch Macht- und Ohnmacht-Themen können natürlich eine Rolle spielen. Wir schauen uns das mal an, wie das für den Steinbock allgemein so aussieht. 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Ich sage ja, du setzt auf das Altbewährte, das, was bisher schon Erfolg gebracht hat. Und das ist ja auch gut so. Wir haben die Erkenntnis, die Wahrheit, die Gespräche. Ich denke auch, es geht um neues Wissen vielleicht auch. Ja, du hast schon, sag ich mal, in Anführungsstrichen alles erreicht. Aber vielleicht bist du auch ein bisschen neugierig. Du sollst dich aber nicht verausgaben. Du sollst nicht zu deiner Arbeit noch draufsetzen, sondern vielleicht aus Neugierde als Hobby oder vielleicht auch im Job. Ja, wir haben nämlich hier eine gewisse Unzufriedenheit. Du fühlst dich ausgepowert, ausgelaugt. Vielleicht hast du sehr viel Energie in etwas hineingesetzt und jetzt stellst du fest, es geht auch leichter durch, weiß ich, technische Errungenschaften oder so, andere Methoden
Und das ärgert dich auch, ja. Und da verlierst du so ein bisschen die Lust. Versuch es doch auf die Weise zu sehen, ich kann noch was dazulernen, ich kann mir die Arbeit erleichtern und kann dadurch mich auch mehr um mein eigenes Wohlbefinden kümmern. Also so ein bisschen, ja, den guten Weg zu suchen, sich mit den neuen Dingen, mit den vielleicht noch unbekannten Dingen zu arrangieren, ja. Das wäre ganz gut, ja, denn es könnte dir vieles erleichtern und dir eben auch Freiräume schaffen. Wenn du es vielleicht aus dieser Warte siehst, ist es gar nicht so schlecht. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Donnerstag, 15. Februar 2024. Und natürlich bist du momentan sehr stark unterstützt durch Sonne, Pluto, Mars und Merkur im eigenen Zeichen. Das kann nicht nur beim Wassermann, auch sonst, wenn irgendwo ein Sternzeichen sehr stark besetzt ist von vielen Planeten, entweder zu Überforderung führen, zu Überschätzungen oder dass man einfach einen raushaut, ja, weil beim Wassermann ist ja drin, wir wollen was erreichen, wir wollen nach vorne, wir wollen was verändern, wir wollen neue Dinge mit einbeziehen, ja, wir wollen auch so ein bisschen gegen das Althergebrachte rebellieren, ja, und da muss man sich seine Kämpfe auch aussuchen oder beziehungsweise ganz genau aussuchen, weil man sonst seine ganze Kraft verpulvert, ne. Mit dem Mond im Stier überlegst du dir das auch gut. Das finde ich auch richtig so. Und schließt da sicherlich auch die ein oder andere Pause oder Genussfreuden nicht aus. Das ist wichtig. Das gehört auch dazu. Wir haben die Venus im Steinbock. Da geht es auch um Verlässlichkeit. Das solltest du dann natürlich auch deinen Mitmenschen zeigen. Entweder, dass du sie schätzt oder dass du eben verlässlich bist. Wir haben Jupiter Uranus im Stier. Uranus bringt auch die ein oder andere Überraschung mit. Und natürlich Neptun und Saturn in den Fischen. Sich gefühlsmäßig auf andere eben auch einstellen. Nicht andere einfach ja links liegen lassen, sag ich mal. Ne? Und nur die Ellenbogen oder die Krallen ausfahren. Das ist nicht wirklich sinnvoll, weil du brauchst die Sympathien noch und die Zusammenarbeit mit anderen. Deswegen wäre es schade, wenn du da irgendwelche Machtkämpfe ausüben würdest. Aber es bleibt natürlich dir überlassen, wie du dich entscheidest. Ja? Man sollte da ein bisschen wählerisch sein. Wir schauen uns das jetzt mal an. Wir haben heute noch besonders die Verbindung Pluto-Mars, wo man eben auch sehr stark auf Macht beruht. Und das haben wir hier auch. Wettbewerb. Mhm. Wir haben den Ritter der Schwerter, Risikofreude. Ja? Und die Sonne. Man ist guter Dinge, man ist positiv gestimmt, optimistisch, man möchte Dinge zum Erfolg führen. Das ist auch gut, aber man sollte es nicht erzwingen wollen. Man sollte jetzt nicht auf Biegen und Brechen daran gehen, sondern mit Optimismus, mit positiver Attitüde, mit positivem Miteinander, guten Gesprächen, Austausch mit anderen, auch natürlich deren Unterstützung und das Wissen, das man hat, anwenden. So, das bedeutet aber auch, dass das gut überlegt sein sollte, nicht so hastig. Ne? Du möchtest hier was vielleicht auf Biegen und Brechen durchsetzen, überleg dir gut, wie du das machst, ob du das lieber mit Freundlichkeit machst, Entgegenkommen, Diplomatie, guten Ideen und Entgegenkommen, um dann vielleicht auch Unterstützung zu bekommen oder das Ergebnis zu erzielen, was du erzielen möchtest. Es wäre schon wichtig, sich da auch mit Gefühl einzubringen, also Sympathie und Entgegenkommen wäre schon in jedem Bereich ganz gut. Nicht hier sinnlos irgendwelche Dinge versuchen, sondern sich eben auch vergewissern, das geht oder das geht nicht. Die anderen stehen dahinter oder die stehen nicht dahinter. Das sieht aber mit der Sonne sehr, sehr gut aus. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Meine lieben Fische, herzlich willkommen. Wir sind bei Donnerstag, 15. Februar 2024 und ich hoffe auch dein Valentinstag hatte es positiv in sich. Wir haben weiterhin natürlich Sonne, Pluto, Mars und Merkur im Wassermann. Ja, das ist sehr sachliche, nach vorne drängende, innovative Energie. Mond im Stier, ja, gemäßigt. Alles ruhig, kein Stress, man genießt, man möchte auch mal Pausen machen, das ist auch gut so, man möchte genießen.
Wir haben Venus im Steinbock, auch sehr schön für Beziehungen zwischenmenschlich. Man ist verlässlich und man bekommt auch Verlässlichkeit. Wir haben dann natürlich auch Jupiter und Uranus im Stier, erleichtert vieles, kann auch plötzlich und unerwartet was verändern. Aber du darfst auch selber Hand anlegen und was verändern, ja, was dir als nicht richtig erscheint. Natürlich nicht mit Brachialgewalt und nicht mit Druck, sondern mit Vorschlägen, mit Austausch, naja. Und natürlich Neptun und Saturn in den Fischen. Da bist du ja sowieso sehr gefühlvoll, intuitiv. Du weißt, was los ist um dich herum, gefühlsmäßig. Und natürlich solltest du auch mit Saturn dich nicht, ja, ich sag mal, unterdrücken lassen oder deine Gefühle nach hinten stellen, sondern gemächlich auch dafür sorgen, dass deinen Bedürfnissen Raum geboten wird, ja, auch durch dein Zutun. Ja, und da, wie gesagt, muss man schauen, welche Gelegenheiten sich dazu bieten und wie man das machen kann. Man kann ja mal ausprobieren. Wir haben für dich auf jeden Fall die Disziplin, Durchhaltevermögen, sich nicht so leicht abbringen lassen. Intuition, beste Karte ever in dem Zusammenhang. Einfühlungsvermögen, auch zu merken, wenn irgendwo was faul ist. König der Stäbe ist Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft. Auch manchmal mit dem Kopf durch die Wand, kennst du ja. Aber auch eine sehr, ich sag jetzt mal, starke Energie, die Dinge nicht so sofort wieder liegen zu lassen, sondern dran zu bleiben, auch wenn es mal ja ein bisschen schwierig wird. Oder wenn man sich da reinfuchsen muss in irgendeiner Form. Fünf der Stäbe, Wettbewerb. Es kann auch sein, dass dich jemand so ein bisschen angeht von der Seite, dass du das mit Humor nimmst, würde ich sagen, und dich aber nicht unterbuttern lässt. Ich glaube, das ist wichtig, ne? Wir haben ja mit dem König der Stäbe und den Fünfen einen Erfolg. Ein Erfolg wäre es auch, wenn du dich eben nicht überreden lässt oder in irgendwas verwickeln lässt, was schwierig ist, oder dass jemand seine Arbeit auf dich abwiegelt oder so. Wenn das klappt, ist das auch schon ein Erfolg, ja? Du merkst ja automatisch, wenn einer das versucht. Und die mal ein bisschen Einhalt zu gebieten, da würde ich meine Macht schon auch mal ausnutzen als Fisch. Einfach zu sagen, ich muss jetzt weg und ich habe keine Zeit, vielleicht ein andermal. So, ne? Also das wäre so meine Idee. Du entscheidest das natürlich höchst selbst. Du hast diese Energien zur Verfügung. Was du daraus machst, entscheidest du natürlich selbst. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder.